Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen bei einer Beat Me Challenge. Heute zwischen dem Christian, dem Jay und mir, dem Peter, und wir spielen Climb the Wheelbarrow. Das ist ein Spiel, was uns wahrscheinlich abfucken wird. Jeder hat eine halbe Stunde Zeit und muss mit einer Schubkarre so weit wie möglich nach oben fahren. Wer nach einer halben Stunde am weitesten gekommen ist, der kriegt als Preis eine Schubkarre. Kurz nochmal, ich habe nochmal kurze Regelfrage. Ja. Wer am weitesten gekommen ist, heißt am Ende der 30 Minuten dann am weitesten oder wer generell am weitesten in seinen Tries ist? Sein Highscore. Achso, es gibt einen Highscore. Du musst halt schon geübt, damit er die Schubkarre gewinnt. Nee, aber rechts gibt es einen großen Button, der steht Leaderboards. Also gehe ich mal davon aus, dass es einen Highscore gibt. Okay, Meister Klug. Ich weiß nicht, ob ihr den auch habt. Meister Klug finde ich auch nicht schlecht. Okay. Dann, keine Ahnung, startet eure Schubkarren. Ihr könnt schon mal auf Let's Try klicken. Da kommt nämlich am Anfang so ein geiles Intro. Das zählt noch nicht in die halbe Stunde. Oh, was ein Glück. Okay, sagt mir Bescheid, wenn ihr ready seid. Ja, ich stehe da dumm rum. Okay, dann laufen eure 30 Minuten ab jetzt. Ich habe übrigens keinen Pimmel. Ja, und ich habe ja auch direkt nachgeguckt. Oh, es gibt Save Points. Wie weit bist denn du schon? Das war direkt am Anfang, das Ding. Press Shift to push hard. Nein! Ich habe ein Problem. Hast du schon einen Abgang gemacht? Wie löst man denn den Save Point aus? Ja. R. Ah. Ja, geil, der Save Point. Wow, der war vor der ersten. Ja, der Save Point ist direkt am Start. Ich bin bei den offenbar geht das auf Zeit. Das ist nicht Tries. Das ist nicht so, wer am weitesten kommt, sondern ich glaube, das ist machbar. Nur ist das auf Zeit. Ja, dann wird der wohl von deiner. Was ist das für eine behinderte Steuerung? What the fuck? Wieso dreht er sich in die falsche Richtung? Da ist ein Checkpoint. Was mache ich hier? Was ist das für eine Kacke? Oh Gott. Ich komme überhaupt nicht über den. Alter. Eine behindertere Steuerung haben sie sich nicht einfallen lassen, oder? Nee, du siehst ja, welche sie haben. Alter! Nee. Ja. Nee, so ist Kacke. Höhe 1000. Höhe 1000? Ich war gerade 1600 und dann hing ich fest. What? Ich komme nicht über 500 rüber. Was bist denn du für... Gimme! Oh, shit. Nee! Jetzt bin ich schon wieder abgestürzt. Jedes Mal, wenn man R drückt, fallen die ganzen Steine raus. Das hab ich. Ja, aber die kommen wieder. Ja, aber nicht alle. Sollten alle wieder kommen. Warum kann ich nicht R wieder drücken? Da liegt aber noch einer. Ist egal. Yo, ich hab mir gerade mein Genick gebrochen erstmal. Komm schon, Kimi, jetzt push doch den Shit. Wieso ist das Kimi eigentlich, wenn ich fragen darf? Ja, weil das immer. Push Kimi, push Kimi. Ich bleibe einfach auf dem Boden und fahre wieder Schubkarre. Wie soll man denn da um die Ecke kommen? Oh, scheiße, welche Ampel nehme ich denn? Nee. Wait, was? So weit? Bin ich mal den ersten Checkpoint. Ich bin in dem Level. Willst du mich verarschen, Jay? Nein, kein Scheiß. Was bist du für ein Grobmotoriker? Ey, das ist voll das Dreckspiel. Ja, gut. Hab ich dir schon vorher gesagt. Das ist schon mal ein guter Grund. Ach, komm schon. Jetzt muss ich die ganze Zeit resetten. Drückst du denn die ganze Zeit Shift? Ich Wart? Nicht. Was ist denn Shift? Dein Ernst? Es gab eine Ansage zur Steuerung. Das war Shift, harder pushen. Ja. Was ist denn Shift? Nein, jetzt häng ich fest. Bin bei den Ampeln. Ich häng auch fest. Das ist schon wieder belastend. Bin bei den Ampeln. What the fuck? Der pusht einfach nicht mehr. Jetzt pust du mal. Warum? Ja. Guck ihn dir an, Alter, diesen Mongo. Ach, quietsch, 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 quietsch. Ich bin eine Schubkarre. Oh shit. Okay. Nee! Da ist ein Au. Ja. Scheiße. Ah, jetzt läuft der Kimi hier. Hätte ich das nicht gesagt. Wieso? Nee, Kimi. Wie komme ich denn von diesem einen Stein da rüber gesprungen? Leertaste. Kann ich denn springen? Springen kannst du, soweit ich weiß, gar nicht. Warum springt der dann nicht? Kimi, jetzt mach doch nicht so einen Mist.
Pam, ja! Oh, ich hab den nächsten Checkpoint erreicht. Der ist ganz schön klein, der Gartenzaun, ey. Ja. Das gibt es nicht, dieser scheiß Gartenzaun. Aber easy. Easy gepackt. Das heißt, Jay ist in Führung jetzt. Was halten wir denn davon? Da muss ich mal kurz abstürzen. Da ist ein ganz schöner Lappen, seid ihr. Das halte ich davon. Nein, 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 nein! Push, aber nicht zu weit. Drehen. Nein, 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 nein! Oh Gott, er ist schon wieder draußen. Komm schon, muss nur die Leiter hoch, da ist der Checkpoint. Leiter erklommen, Checkpoint. Oh, ich hab grad voll den Matrix-Moment gehabt. Was heißt das denn? Manche Menschen sehen nur den Löffel. Aber die Wahrheit ist, den Löffel gibt es gar nicht. Das ist wie mit dem Männchen. Das Männchen gibt es gar nicht. Ja, es ist nur die Schubkarre. Ja, genau. Nee, die Schubkarre ist so schwer und der Typ hat einfach eine absolute Körperspannung, dass das passt. Dass er fliegen kann. Was ist das hier für eine Fa- Oh nein! Und wieder ganz unten. Scheiße. Ich wäre froh, dass es hier Checkpoints gibt, ne? Das tiltet mich halt nicht komplett ins Jenseits. Ja. Macht der Chris das einfach hier, oder was? Ich dachte, ich wäre schon nicht schlecht. Komm schon, da ist der nächste Checkpoint. Jawoll. Gib Gas. Halt oh, lol. So jetzt ist Jays Frage, wie springt man denn hier? Oh, jetzt kommt eine tricky Stille. Alter, das ist so ein Drecksgame, ne? Nee, was machst du denn da? Hui! Jetzt dreht er sich im Kreis. Fick dich! Was soll denn? Wo hänge ich drin? Nee. Komm schon rechts. Ja, ich hab das Gefühl, dass pro Stage der hässliche Reifen dünner wird. Wie kann ich jemals... Das ist doch Betrug! Skandal! Pushen! Pushen! Alles. Nicht fallen! Wo ist dein Checkpoint auf welcher Höhe, Christian? Bei 4317. Ich hab das Gefühl, ich hänge ja an manchen yes, Sachen. Yes! Da ist der nächste Checkpoint! Die euch überhaupt gar keine Probleme bereiten. Ach, geil! Gott. Peter, wie weit bist du? 3-3 ist mein Checkpoint. Ach, komm, Alter, weißt du, ich freue mich gerade hier voll, dass ich einen Checkpoint geschafft habe. Ich bin halt einfach irgendwie 700 Punkte hinter euch, ey. Eine Scheiße. Drecksgame. Leute, guck mal mit der Kamera nach oben. Das ist ja noch nicht mal ansatzweise hoch. Leute, ich hab direkt den nächsten Checkpoint. Der war mega einfach. Der zweite. Dritte. Ja, finde ich auch. Unter dem hänge ich. Ist hier vorne auch drei hintereinander. Alter, ich hab ein Chief mitgekriegt für 5000. Und die haben mir Ultra-Probleme bereitet. Ja, mir auch. Da bin ich runtergefallen. Und hier nochmal. Bodymucke, ne? Speed! Christian, wieso machst du uns bei diesem Geschicklichkeitsspiel eigentlich so fertig? Kannst du mir da nichts mit Springen zu tun. Ja, hat. Okay, das kann natürlich sein. Was ist das hier für eine geile ist Spirale? Eine ja, Glasspirale? Nächster Checkpoint. Flaschenspirale. Oh, Scheiße. Ey, ich sehe nichts mehr. Ja, Checkpoint. Halt! Setz dich zurück, du Hurenspiel! Jawoll, nächster Checkpoint! Alter Christian. Da ist der Aufzug. Wo auch immer der Aufzug ist. Hier. Jay, sag mal Bescheid, wenn du bei der Spirale aus grünen Flaschen angekommen bist. Ich fahr mit dem Aufzug noch oben. Ey, sind beide you did it! Scheiße. Ich bin durch. Alter, what the fuck? Du mich verarschen? Ey, wenn du Schubkarre geht, mein Freund, da kann ich richtig schnell sein. Verkackeier mich doch nicht, als ob du das Spiel jetzt gespielt hast. Ja, da steht you did it. Final Result. 826, Time Spent 966, Bricks 20. Das ist doch behindert. Jetzt kann ich auf Leaderboard klicken. Das ist in der Tat traurig. Lol, wenn man auf Leaderboard klickt, geht ein neues Fenster auf. Okay. Okay, wie weit ist das noch von dieser Glasspirale aus, Christian? Noch ein Stück. Oh, verdammt, das ist genau die falsche Antwort, die ich nicht...
Also du fährst mit dem Aufzug. Huren Scheiß Fickspiel! Dreckscheiße. Da! Da! Okay. Jay, hast du schon den die Spirale geschafft und danach den Dingens? Bin an dem scheiß Lolli da hängen geblieben. Warum auch immer er nicht mehr gepusht hat, die dumme Sau. Mal eher, ich drück eher. Alter. Willst du mich verarschen? Ja, der tankt manchmal. Eher! Ich glaube, ich zieh gerade Jay gut weg. Ich glaube, Jay hat auch gerade die Freude seines Lebens. Aber das ist ja ein Klassiker. Ja, wenn man so ein Dreckspiel spielt hier, ich fühle mich, als wenn ich bestraft worden wäre für irgendwas. Das ist geil, was ich getan habe. Ja, du bist für deinen Charakter bestraft. Deine Mutter wird für deinen Charakter bestraft, ey. Wie weit bist du, Jay? Halt die Schnauze. Ja, was ist hier denn gerade passiert? Auf welcher Höhe bist du denn? Wer bist du? Ich bin jetzt durch. Nee, ich bin nicht durch. Wobei 5-8. Boah, jetzt bleibt der Pisser da wieder hängen in diesem scheiß Rohr, Mann. Weil ich echt schwierig fand, weil dieses komische Brett, was sich so dreht. Okay, ich habe keinen einzigen Stein mehr. Weil ich gerade gefickt wurde von dem Aufzug. Mit dem okay. Gilt darum anzukommen mit der fucking Schubkarre, nur scheißegal, was da drin ist noch. Ja, aber das bezieht sich auf den Final Result. Mein Final Result ist 1225. Aha. Ja, schön für dich. Krebse graben auch schon wieder, ey. Nee, das ist gerade nicht Hass. Das ist einfach, glaube ich, das fühlt sich nur an wie Resignation. Ich glaube, Jay will gerade gar nichts zerstören, sondern nur noch sich selber irgendeine Ader aufschneiden und einsam sterben. Das habe ich schon virtuell hier gerade. Ich sag doch, das Spiel ist wie Pulsadern aufschneiden. Von oben herabreden, das kannst du, ne? Ja, habe ich von dir gelernt. Du scheiß Fickspiel! Hast du uns heute mal den Sieg gewähren lassen, Jay? Ja, genau, schmeiß mich doch direkt runter, du dumme Sau. Wieso hättest du mal nichts gesagt, Christian? Was ist passiert? Da, 826 war meine Bestzeit. Dreckiges Scheißspiel! Geschafft! Sehr gut, was ist dein Final Result? Ja. Keine Ahnung, mir ist das egal, ich hab einen Brick. Ich hab gewonnen gegen dich. Nee, hä? Ja, was, nee, hä? Gleichzeitig angefangen haben. Ich hab einen Brick. Ins Ziel gebracht. Und? Mehr als du. Ja, der Rest ist mir egal. Aber darum geht's doch überhaupt nicht. Ja, für mich schon. Das gar nichts. Okay. Wie viele Punkte hast du? 1225. Was? Moment, jetzt ehrlich? Das ist doch die Zeit. Time Result, 1000. Achso, Final was Result hat, sind was 1225. Was hat Christian? Der hat irgendwie 825. 800. Ja, ich hab einen Brick. Hab gewonnen. Ich hatte die ganze Schubkarre voll. Christian, du hast es dir verdient. Du hast als erster geschafft, hier oben zu sein. Sogar mit einer vollen Schubkarre. Deswegen kriegst du als Preis eine Schubkarre. Yes! Herzlichen Glückwunsch. Hier, ne? Manchmal würde ich gerne meine Steam-Bibliothek anzünden. Das wäre in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn man das könnte, würde ich meine Steam-Bibliothek anzünden. Also wir hatten alle gemeinsam sehr viel Spaß miteinander. Ich hoffe, ihr auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's mit der Spaß meines Lebens, der Peter. Sieger ist Jonathan. Ach Quatsch, Christian. Ja, richtig, weil ich einen Brick reingebracht habe. Peter ist letzter. Ich habe einen Brick ins Ziel gebracht. Peter keinen. Ich habe den Job besser gemacht als er. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Haut rein.